Was ist Fahrradleasing? Seit 2012 gibt es die Möglichkeit, dass ein Arbeitgeber für den Mitarbeiter ein Fahrrad least und ihm das dann für den privaten oder geschäftlichen Bereich überlässt. Hätte ich einfach erklärt. Was habe ich damit zu tun? Wir sind ein Fahrradgeschäft, wir beraten Sie zum Thema Fahrradleasing. Ja, das heißt, wir erklären ganz genau, was ist das, was für Möglichkeiten haben wir, wie können wir es in der Firma einsetzen, wie können wir es nutzen als Bindung der Mitarbeiter, als Motivation der Mitarbeiter. Das ist alles möglich mit diesem Thema. Und noch viel mehr wichtiger ist, wir kommen auch in die Firma rein. Das heißt, wir sind nicht nur ein lokales Fahrgeschäft, sondern haben wir eine mobile Einsatztruppe, mit der wir vor Ort sind und es direkt vor Ort den Mitarbeiter schmackhaft machen können. Das heißt, wir haben ein Vermessungstool, ein Testparcours und damit kriegen wir auch den Mitarbeiter zum Fahrrad, der davor noch gar nicht drüber nachgedacht hat, der vielleicht auch schon jahrelang keinen Sport mehr gemacht hat, der sieht dann so ein schönes, leichtes Fahrrad oder so ein schönes E-Bike, was richtig Spaß macht zu fahren. Und auf einmal kriegen wir auch den Mitarbeiter, der einfach keinen Sport gemacht hätte oder im letzten Jahr einfach keinen Sport gemacht hat, auch zum Fahrradfahren, zur Bewegung, zum Fahren. Das ist ein super guter Benefit für den Mitarbeiter, aber gleichzeitig haben wir auch ein paar positive Nebenwirkungen festgestellt. Die Mitarbeiter sind auf einmal motivierter, ja, sie bewegen sich mehr. Wir haben ein paar Mitarbeiter, die in den letzten 20 Jahren keinen Meter Sport gemacht. Auf einmal haben sie überlegt, ja, so ein Fahrrad, damit könnte ich eigentlich diese 3 Kilometer statt mit dem Auto, vielleicht mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren. Und diesen Leuten konnten wir zuschauen, wie sie auf einmal schlanker geworden sind, weil auf einmal ein bisschen Bewegung, ein bisschen Sport im Alltag mit drin war. Und das hat für sie als Arbeitgeber den Vorteil, dass der Mitarbeiter natürlich auch weniger Krankheitstage hat. Zweiter wichtiger positiver Nebeneffekt ist, dass die Mitarbeiter ein bisschen motivierter sind. Wir haben einen Arbeitgeber, der jetzt was für sie tut. Sie haben was davon. Ja? Das heißt, wir haben ein bisschen motiviertere Mitarbeiter. Dritter und vierter Nebeneffekt ist das Thema Arbeitgeber-Image. Ja, das ist auch da wieder was für den Mitarbeiter zu tun und auch für das Thema Ökonomie, Umweltbewusstsein. Und der letzte Punkt, und vielleicht auch nicht ganz unwichtig, selbst als Arbeitgeber sparen wir noch Geld, weil die Lohnnebenkosten für diesen Mitarbeiter, der ein Fahrrad least, auch weniger werden.